wird immer interessanter. Ja, das fällt uns dann auf, weil der Ring ist so riesig, das gibt's gar nicht normal. Ne? Nach dieser Lücke kommt 75, 80.000. Das, was Klaus Schwab sagt in seinem Buch Covid-19 and the Great Reset, dann geht es um eine komplette Umstrukturierung unserer Gesellschaft mit ihren Steuern und mit ihrer Arbeit. Und hier ist jetzt zum ersten Mal keine Elite des Volkes versammelt im Sinne von Journalisten, Lehrern. Alles, was sie tun, kann nur mit unserer Anteilnahme geschehen. Und wenn wir unsere Front auch stark vertreten hier mit Bannern, ich glaube, der Helikopter. So, nochmal in die andere Richtung gefilmt. So. Und ich glaube auch, diese Leute, die heute hier sind, die werden so schnell nicht nach Hause gehen. Es sind einfach viel zu viele. Wien zeigt heute, wie widerständig Europa ist. Wir lassen uns das nicht gefallen. In Österreich soll es beginnen. Interview. Hallo, servus. So viel Begeisterung. Vielen Dank fürs Zuschauen, die Zelda, etc. etc. Österreich ist frei. So ein Schwachsinn. Merkt man ja, oder? Ja? Heil Hitler. Ja? So ein Ja, aber das werden wir uns nicht gefallen. Solange lassen. Die Alter brei sind. die wollen uns wirklich aussaugen. Ja. Okay, jetzt brennen schon Fackeln. Ja, im Stream kann man im Nachhinein nachschauen. Ja. Das hätte mich nur interessiert. So, ich gehe auf die Kommentare ein. Christina Schaffer schreibt, hallo Jakob, bleib standhaft, ich lasse mich auch nicht impfen. Grüße aus Heppenheim. Grüße zurück aus Wien. Danke für die Berichterstattung. Gerne. Ganze Familie ist vor Ort. So soll das sein.